Freunde der Sonne, Halleluja. Mir wurde gerade einiges klar. Horrorgames sind wie eine Schachtel Pralinen. Wenn du allergisch auf Schokolade bist. Nee. Ich sag hallo. Mahlzeit. Guten Tag. Doppelpi. Hallöchen. Moin. Macht's gut. Ich darf hier nicht mal so laut sein, Alter. Weißt du, spielst du einmal FNAF. Wo steht da wer neben meinem Bett? Und dann klingelt's an der Tür. Bullen, Alter. Wegen Ruhestörung, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, welche Ruhe, wenn ich so laut bin. Egal. Ich hab die Kollegen mit einer Ermahnung davonkommen lassen. Macher. Allerdings lasse ich euch wiederum nicht einfach so davonkommen, ohne dem Video einen Daumen nach oben da gelassen zu haben. Und heute soll es sich lohnen, denn wir spielen The Warning Watch. Ein neues kleines Indie-Horror-Game von Zack Technician, bekannt from The Man from the Window. Das hat uns immer gecatcht, was sie gemacht haben. Also freue ich mich sehr drauf. Meistens ist es so eine Area und wir müssen irgendetwas vorbereiten, bevor was Schlimmes passiert. Und wenn wir es richtig gemacht haben, haben wir halt entsprechend gewonnen. Begleitet wird das Ganze von einem gewissen Weirdness-Faktor, weil unsere Pro- und Antagonisten so Karikaturen von irgendwelchen Tier- und Fabelwesen sind. Also wirklich verrückte Nummer. Aber wie gesagt, die Spiele sind immer sehr, sehr unterhaltsam und ich freue mich, das Game mit euch gemeinsam erfahren und erleben zu dürfen. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. So, und wir pressen hier nichts, auch kein X zum Skippen. Wir ziehen uns das alles ganz in Ruhe rein. Denn wir erhalten eine E-Mail vom Hollington Hardware and Home Improvement wegen einer Serverwartung. Lieber Mitarbeitername, wow, es wurde nicht mal eingefügt, da fühlt man sich echt geschätzt, ne? Die Online-Bestellungen wurden vorübergehend ausgesetzt in eurem District wegen eben genannter Serverprobleme. Um sicherzustellen, dass unsere Kunden kein Aussetzen des Services erleiden müssen, müssen alle Bestellungen manuell processed werden. Also ich arbeite für einen Online-Shop und die Leute können nicht mehr bestellen. Also sie können, aber die gehen nicht automatisch durch. Ich muss das machen. Habe ich das richtig verstanden? Jedenfalls sind wir wieder am Start um 6 Uhr. Dann wissen wir auch Bescheid, wie lange wir durchhalten müssen. Alles klar. Es ist eines dieser Games. Na, dann freue ich mich drauf und bin gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Sie wieder, ey. Manchmal vergesse ich das Genre hier. Ah, verdammt. Also, das war's mit unserem Freitagnacht, Sammy. Am besten machst du es dir gemütlich da hinten, denn wir werden hier eine Weile rumhängen. Mit wem spricht sie denn eigentlich? Mit sich selber? Okay. Gute Frage. Nette Antwort. Verdammt nochmal. Also, du bist früh rausgegangen und spät nach Hause gekommen. An jedem verdammten Tag dieser Woche. Und dann, wenn es endlich darum geht, dass du dich ausruhen kannst, gibt es diesen Bullshit. Sie haben nicht mal deinen Namen richtig eingefügt. Sie haben nur gesagt, Mitarbeitername. Okay, ich kann das nicht mehr. Ich werde das nicht länger supporten. Komm runter, Sammy. Ist okay. Wir müssen nur ein paar Bestellungen manuell einfügen und dann ist okay, ne? Oder? Ja, natürlich. Nur das. Alles klar, das ist das Panel und die Ordernummer oben ist die 30 in dem Fall. Always show the next order that needs to be filled. Ach so. Ah, wir sehen hier unten, also in der Mitte quasi, die aktuelle Bestellung und oben dann die nächste. Also müssen wir das dann immer irgendwie entsprechend vorbereiten, denke ich einfach mal. Im Inventar von A bis M und von N bis Z sind links bzw. rechts. Und unten, ja, die aktuelle Bestellung. Ach so. Ah, nee. Okay, warte, ich verstehe es. Das oben ist die Bestellung und da unten muss ich das einfügen, was eben bestellt wurde. Eine Nagelpistole. Alles klar. Was man eben des Nachts so per Prime schnell nach Hause gesandt kriegen möchte. Ja, wenn es mal wieder wild zur Sache gehen soll. Alles klärchen. Habe ich verstanden. Nailgun ist ja bei N. Geben wir mal hier das ein. Senden. Wow. Haben wir gewonnen? Ist schon um 6? Wir hätten uns dabei sehr viel Zeit lassen können, richtig? Ja, dieser Part ist einfach. Oh, was ist der Twist? Was ist der Twist? Okay, gut. Aber die anderen Batches. And once we finish the remaining batches, we can rest. Okay, ja. Wir ziehen das einfach durch und alles easy. Cardboard Box. Zweimal.
Ich stehe bestimmt gleich auf, weil irgendwer hier reinkommt. Oh, es ist... oh, okay, Moment. Wir sind hier auf Zeit. Electrical Tape 3. Alles klar, das habe ich noch gar nicht gesehen. Alles klar? Around Wood Panel. Sorry, ich stehe alphabetstechnisch ziemlich auf dem Schlauch. Tut mir leid. Alles richtig, noch zwei. Cardboard Box, eine. Alles klar. Wer bestellt denn eine Pappkiste online? Was ist los mit euch? Okay, W. Muss das auch in der Reihenfolge passieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sieht einfacher aus, als es ist, ne? Zwei Hämmer und ein Holzbrett. Warum nicht zwei Holzbretter, ein Hammer? Das klingt wie ein sehr komischer... Oh Gott. Komischer Titel für einen Erwachsenen-Movie. Siehst du, Sammy? Der erste Batch ist fertig. Wir werden damit schneller fertig sein, als du dir vorstellen kannst. Oh. Emergency Alert System. Irgendwer ist aus dem Gefängnis ausgebrochen oder von den Ghostbusters oder so, ne? Und kommt jetzt genau in mein Haus, wetten? Und ich muss das machen, während ich... Oh nein, ich weiß! Oh Gott! Junge, das ist das deutscheste Game ever. Egal, wie dir nach dem Leben getrachtet wird, die Arbeit geht vor. Ich sag's euch. Alles klar, sie reden von einer Bedrohung. Lying down with Ron's face completely obscured. Alles klar, nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Verstehe. Noch ein Alarm? Das ist schon der zweite in dieser Woche. Ey, das habe ich ja nicht gespielt, ne? Wie willst du weitermachen? Es gibt viel Arbeit für uns. Bis wir ins Bett gehen können, Sammy. Ins Bett gehen? Ey, um 6 lohnt sich das auch nicht mehr, Mann. Okay. Ziehen wir's durch. Alles klar. Bis 6 Uhr! Oh, was ein praktischer Zufall. Alles klar. Wenn du nicht in der Lage bist, mit deinem Gesicht nach unten dich auf dem Boden zu legen, wie es hier der Fernseher empfiehlt, auch grafisch top aufbereitet einfach, dann folgen sie diesen Instruktionen. Ja. Ich kann ja nicht, weil ich muss arbeiten. Die Fenster sollen gelockt sein, also also abgeschlossen. It can unlatch them from afar. Es kann sie von der Entfernung aufmachen? Ja, da freilich. Das Ding benutzt Cheatcodes, oder was? Bist du dir sicher, dass du das diese Nacht aushältst? Klar, Alter. Ich habe mächtig lange Finger. Ich kann sie auch unlatchen vom afar. Guest Room. Küche. Also, das sind schon mal jetzt 4 Fenster, glaube ich, oder? Und am Eingang. Also im Flur. Im Wohnzimmer. Okay, dankeschön. Oh, wenn die Lichter flackern, dann versucht es dort hineinzukommen. Alles klar. Pass auf. Die Fenster müssen unbedingt immer verschlossen bleiben. Lass sie nicht rein. Oder ihn. Oder was? Oder was? Nailgun. Wait. Okay. Lampe. Geht das immer schneller? Mit dem Licht? Mit dem Licht. Mit dem... Ja, das hier. Der Lichtbalken. Genau. Seth, du kannst mit Wörtern perfekt umgehen. Boah, ich muss 10 Stück machen! What you doing, Stepladder? Alan Ranch. Was zur Hölle ist Alan Ranch, Alter? Wie ein Schauspieler aus einem zweitklassigen amerikanischen Teenie-Movie. All those remaining 9. Utility Card. Okay. Utility Card 3. Alan Ranch 2. Alles klar. Das sieht einfacher aus, als es ist. Ich sag's euch. Ich sag euch das. Extra. Irgendwas. Extra langes. Elektrisches Kabel. Alles klar. So. Joint. Da bin ich immer gerne für zu haben. Wait, what? Was ist hier? Sorry. Zack. Alles klar. Was passiert denn jetzt? Sind wir tot? Wait. Angelockt von seinem ureigenen Sinn für den Zweck ist der Entitus am Fenster angekommen. Ich hätte das jetzt machen müssen, oder wie, oder was, oder wer, oder wann. Und weil es bereits wusste, dass ein bestimmtes Fenster
nicht beachtet wurde beim Abschließen, hat er es ganz ohne weiteres aufbekommen. Wait, aber wann hätte ich das denn jetzt machen sollen? Warte doch mal kurz. Hallo? Was? Es ist drin. In meiner Wohnung geht's schon ab. Oh, ich dachte, ich muss jetzt... Warte. Okay, wann ist es zu? Ist es zu? Ich weiß es nicht. Okay. Oh mein Gott! Ist es zu? Ist es noch nicht mal ansatzweise? In die richtige Richtung. Alright. Also immer schön, immer die Fenster zumachen. Mit welchem Knopf? Und die Tür? Ist die Tür kein Problem? Oh no, was ist das für eine... Das ist wahrscheinlich die Eingangstür, ne? Okay, alles klar. Aber wenn ich jetzt weg vom PC gehe, was macht das dann mit meiner... mit der Zeit, die abläuft? Ist das, was ich meine? Ach so, es ist noch gar nicht hier. Ah, alles klar. Wait. Ey, das hält an! Ach so! Ah, ich muss das hier quasi nebenbei dann machen, oder was? Okay. Jetzt gucke ich, ob irgendwo was offen ist. Oder wie? Ich glaube, so funktioniert das. Boah, das muss ich erstmal rausfinden. Da darf ich nicht rein? Alles klar? Nee? Das scheint doch in Ordnung zu sein. Oder bin ich quasi noch in der ersten Phase des Spiels? Weil ich weiß nicht, wo mich der Continue-Button jetzt rausgefeuert hat. Wisst ihr, was ich meine? Ah, die sind alle noch... Solange sie auf... Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn die offen sind. Ich glaube, das werde ich doch erkennen, oder? Okay, Electrical Tape, Garage. Es flickert. Es flackert. Oh! Alles klar! Die sind nur anklickbar. Wenn die offen sind. Ja, wo ist es denn aber? Aber wo kommt es denn rein? Digga, ich weiß es nicht. Ja, ist gut. Der wollte direkt in mein Office hier einsteigen. Ey, und solange es flickert, will es auch reinkommen, oder? Boah, ich glaube, ich habe irgendein Fenster übersehen. Oh, da war's! Ich muss es bestimmt... Ah, jetzt flickert's nicht mehr. Ach so! Darauf muss ich achten. Gut, okay. Kitchen Ladder. Kitchen, Sink. Kitchen Ladder, ja, den Küchenleiter. Wer kennt sie nicht? Okay, alles klar. Es flackert nicht. Eine Nailgun hier und Allen Wrench da. Das war einfach. Oder flackert das nur in dem Raum? Also wenn wir gleich tot sind, ne? Dann werden wir es wissen. Moment. Wir gucken mal. Ne, ist es noch zu? Die Zeit vergeht auch, ja? Oh, das ist wieder so ein Spiel, was mich fertig machen wird, ey. Alles klar. Hör ich irgendwas? Ich glaube nicht. Ich kann ein bisschen rennen. Dieser Raum ist bestimmt noch für irgendwas gut. Ich habe da auch hier nicht umsonst einen Bad, oder doch? Oh, okay, gut. Yardbags und Join Compound. Darf das nicht verkacken, ey. Okay, einmal das und Outdoor Tape. Ich guck mich mal wieder um. Scheint cool zu sein. Ich hoffe es. Bis jetzt hat noch nichts geflackert. Nee? Easy peasy. Okay, gut. Oder kommt er einmal pro Batch? Wie gesagt, bin mir halt nicht sicher. Oh, jetzt kommt er. Dang it!
Nee, hier nicht. Wo? Oh, da! Es flackert immer noch. Es flackert nicht mehr. Ey, danke, Licht, dass du mein Verbündeter bist. Oder flackert's noch? Nee, es flackert nicht mehr. Okay, es gibt halt auch so einen Sound. Puh! Okay, sehr gut. Joint Combo 2, hier irgendwas mit Z. Ich lese es gar nicht durch. Nummer 1. Boah, das hätten wir fast verhauen. Okay, Firewall-Turm, Wood Planks. Das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir jetzt durch. Lampe. 3 Stück und eine Stiefleiter. Einer noch? Boah, ich trau mich nicht. Zack und Wood Planks. Zack. Gut. Alles klar. Ah, wir müssen von Batch zu Batch überleben. Alles klar. Wenn du ihm genug Zeit gibst, dann wird er einen Eingang in deine Location finden. Das heißt, die Türen müssen verschlossen. Ach, da kommt immer was dazu. Uhu. Okay, ich mach's gut. Bislang. Alles klar, ich habe immer eine neue Aufgabe. Ja, es wird immer schwerer. Oh, alles klar. Diese beiden Türen, ja, die Terrassentür, das habe ich mir gedacht. Also die beiden, die kommen noch hinzu. Und trotzdem kann ich mich aber auf dieses Flickern verlassen, oder nicht? Ich hoffe es zumindest. War nicht so viel. War nicht so viel. Jetzt. Es flickert immer noch. Wie denn? Hier ist... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das war's. Ah! Ey, wenn da... Ey, wie viel soll denn da noch kommen bis um 6? Das ist ja komplett verrückt. Garage Door, Alter. Okay, Nailgun war hier. Boltcutter einmal. Und immer 10 Stück. Nee, noch mehr. Was? Was? Bitte? Excuse me? Ich habe gar nicht so viel Zeit. Was ist denn mit dir los? Okay, Cardboardbox. Joint Compound Round. Irgendwie was hier. Das, wie viel denn? 3. War richtig, ne? Ich höre Sachen, Alter. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich da schnell genug bin, hat der nicht so viel Chancen reinzukommen. Utility Card. Okay. Let's go. Muss schnell sein. Ich muss das erkennen. Ich habe keine Chance, wenn ich nicht erkenne, ob das offen ist oder nicht. Okay, abgeschlossen. Abgeschlossen? Abgeschlossen? Immer noch irgendwo! Wo? Spaß. Oh, nee, doch nicht Spaß, nicht Spaß, nicht Spaß. Es ist überhaupt auch gar nicht lustig. Oh, es war nicht lustig. Mist, wo kommt der rein? What? Wo? Oh, es macht mich fertig. Was ist mit dieser Tür? Wo klickt man da drauf? Wo klickt man da drauf? Ich bin so nervös. Irgendwo ins Bad? Nee. Hier ist doch auch zu. Oh, bei mir? Das war's. Hä, wo hab ich ihn nicht gefunden? Was? No! Hab ich da nicht drauf geklickt? Bin ich da vorbeigerannt? Oh mein Gott! Boah, hey, das ist... Ey, okay, gut. Ey, aber sobald ich die Location kenne, kann ich alles nacheinander ablaufen. Eigentlich hat man genug Zeit. Ach, da! Oh mein Gott! Okay, so ist das offen. Da unten ist so eine komische Schiene, die da wieder rein muss. Ja, alright.
Gut, ich bin jetzt wieder hier. Das speichert aber deinen Fortschritt. Gott sei Dank. So, Feuerholz und extra long Chili Cheese, Alter. Let's go. Wir haben noch 5 Orders. Sehr, sehr gut. So, 3 Lampen und ein Staubsauger. Cool. Die normalste Bestellung. Sonntags morgens. 1 Uhr nachts. Okay, nicht so viel quatschen. Outdoor-Tape, Hammer war hier unten. Davon braucht er auch 3 Stück. Und ein Joint-Compound. Was auch immer das sein soll. I don't know. Irgendein Verbindungsscheißendreck. So, Electrical Tape. Dann haben wir Firewood. Okay. Ne. Ist zu. Ist offen. Nie eins. Nie nur eins. Immer mehreres. Ah. Ja. Oh, ich muss exakt klicken. Okay. Das war's. Ah, ich habe wahrscheinlich immer so ein bisschen daneben geklickt, weil ich nicht wusste, wie die Range ist sozusagen. Alles klar. Gut. Nee, dann weiß ich das auf jeden Fall. Ist ja alles irgendwie in gewisser Hinsicht hier ein Lernen. So, das war die vorletzte. Eine noch, ja genau. So, da brauchen wir Lampen. Lampe hatten wir doch hier, 3 Stück. Und irgendwas hier von hier unten mit Y. So, Yardbag. Geil! Let's go! Next, bitte. Was hat er sich hier heute diesmal für uns überlegt? In der folgenden Stunde. Oh, es ist schon um 2. Ich dachte, es wäre pro Stunde. Okay, ist es nicht. Zum Glück. Without warning, running water may suddenly become boiling hot. Ja, und? Ohne Ankündigung wird laufendes Wasser plötzlich heiß. Ja, wenn es nicht läuft, ist doch kein Thema. ich muss es ausstellen. Das Wasser muss ich ausstellen. Deswegen die Badezimmer. Und die Küche, ne? Alles klar. Ich soll es unter gar keinen Umständen länger laufen lassen. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich nicht nur jetzt auf die flackernden Lichter schauen, sondern auch mal so durchgehen. Ah, mit Sound. Okay, flackernde Lichter und Sound. Das höre ich von hier alles, ja? Alles klar, verstehe. Es kann durch diesen Wasserdampf reisen? Ja, natürlich. Warum auch nicht, Alter? Ich denke mir das auch immer mal gerne aus. Ist klar. Und was kann es noch? Mir einen Lottogewinn verschaffen. Das wäre mal eine geile Superpower. Aber nee, das hat es wieder nicht drauf. Wie viel haben wir denn jetzt? 26? Okay, 13. Alles klar. Wooden Planks. Bitteschön. Es geht los. Das Wasser. Komm. Komm, 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 komm. Ist aus? Oh, weiß ich doch nicht. Hör auf. Junge, der hat alles aufgemacht. Das Schwein. Dieses kleine Ferkelchen. Komm, es ist vorbei. Boah. Ey, irgendwann werde ich hier gar keine Ruhe mehr haben, ne? Ist das eigentlich unterhaltsam? Ich finde das spaßig. Tut mir leid. Nicht vier. Komm. Nice. Oh, noch 10 Stück. Okay, Utility, Garbage. 3 und Yardbags. Komm. Easy. Jede auf einer Seite sind es immer gut. Ich muss ein bisschen ruhiger sein, damit ich das höre. Garage Door. Einfach eine Garagentür. Einfach 2. Alles klar. Utility Card und was? Betonmix. Alles klar. Oh, das ist eine große. Nail Gun. Extra Long Chili Cheese. Nee! Dit nicht hier. Dis hier. Oh! Ich habe keine Zeit, als ob ich das nicht höre. Als ob ich das nicht höre, wenn der da die Dinger aufmacht. So was Beklopptes. Ah! Halt's Maul! Zu! Weg mit dir! Saubeutel. Ist es fertig? Ist fertig.
Oh yeah. Ey, sehen wir den irgendwie noch? Weiß nicht. Vielleicht habe ich mich gerade von meinem Dekolleté erschrocken. Okay, wo ist P? 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 Drei Stück Cent. Oh, das war knapp. Ey, bitte nicht so viel bestellen, Leute. Macht nicht diesen. Nice. Es hat immer random, oder? Oh, no. Okay, I. Wo ist es? Hier. Impact Drill. Tribal Sheet. Yardbags. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Vacuum Cleaner. Wo ist das? 3. War es richtig? Perfekt. Gut. Da haben wir Lampen für den Guten. Und eine Stepladder. Ich höre kein Wasser. Alles easy. Zwei Garagentüren. Den Chili Cheese. Als 3. Und Impact Drill 2. Ich bin jetzt mal mutig. Ich höre Wasser. Ich ignoriere Wasser. Ah, ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schneller, 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 schneller. Ich muss rennen. Oh! Nice! Nice! Vorbei! Boah! Zum Glück habe ich die Wohnung mit dieser Anordnung gekauft. Passt perfekt. Table Saw. Eine Tischsäge. Was soll das denn sein? Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich doof übersetzt. Mörtelmix. Richtig? Eine Order noch. Okay. Yardbags. Bolt Cutter. Das hat auch noch niemand bestellt. Was ist los, Alter? Ihr Ladenhüter oder was? Dankeschön, dass ihr uns von diesem Unrat befreit. Batch complete. Okay. Es kann ein mehr als ein Wort existieren. Natürlich kann's das. Was auch sonst. Ein Teil von ihm steht an der Seite von deiner Vordertür und der andere. Was? Common table salt can be used to. Einfach nur Tafelsalz kann funktionieren, um ihn draußen zu halten. Salt must be thrown at the door every time it tries to enter. This could save your life. Ich muss da Salz hinschmeißen? Okay, wohin denn? Ich bin fast da. Das ist der letzte Batch, den ich machen muss. Oder anderthalb Stunden noch, circa. Alles klar. Salt von dem Kitchen Counter. Alles klar. Alles klar. Ich werde es doch finden, oder? Ich hoffe. Warte mal. Höre ich da schon Wasser? Digga, ich muss mal schauen. Ich höre noch kein Wasser, oder? Nee. Okay, Salt from the kitchen counter. Das hier. Ist das Salz? There's more than enough salt in here to last through the night. Alles klar. Warum hast du eine Schale voll Salz? What? Und das muss ich hier an diese Tür schmeißen. Wie denn? Wo denn? Was denn wo? Warum? Halt hier? Das muss doch meine Vordertür sein, oder? Digi, und die Terrassentür? Vermutlich kann ich das erst machen, wenn es entert. Boah, ich hoffe, Alter. Ich hoffe einfach. Salz! Eine Stunde hat geschlagen. Bei der Macht des Sodiums! Autor. Was? Wo denn? Wo denn? Tape. Hier. Ja, ist gut. Es hat begonnen! Nein! Hör auf! Komm, 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 komm! So, hier jetzt! Wie kann ich denn hier jetzt Salz dran schmeißen? Ah! Wo? Wie? Was? Hey, wie funktioniert das jetzt mit dem Salz? No! Guck mal, hier ist rot, hier kann ich klicken. Da stand irgendwas von Platz. Oh, das Wasser. What? Der ist da drinne!
Bitte was? What? Der ist in meinem Schrank gewesen! Aber wo hätte ich das denn hinmachen sollen? Okay, ja, er nimmt sich den Türknauf. Alles klar. Sehen wir ihn? Okay, er hat endlich mal Glück gehabt. Junge, der lässt sich mit Kindergartenmethoden aufhalten. Aber ich check nicht, wie ich das da... Wie mache ich denn das? Da stand halt irgendwas von Space. Wait. Es ist 30. Oh mein Gott. Glücklicherweise hat er mich nicht irgendwie zurückgesetzt. Das war wirklich eine Bestellung. Okay, alles klar. Utility Cards und Drywall Sheet. Bitte nicht so viele, so lange Bestellungen. Oh, das sind jetzt diesmal 15. Outdoor Tape 5. Concrete Mix 5. Electrical Tape. Ich bin noch nicht fertig. Oh, wer hat die Tür zugemacht? Oh Gott. Sorry, ich habe das hier komplett ignoriert. In der Küche läuft's. Ist alles finite. There's more than enough salt. Pinch isn't difficult. I need to make sure I have enough space. Space! Verdammt nochmal! Was für ein dummer, subtiler Hinweis! Okay, alles klar. Oh mein Gott, ich habe mich schon wieder erschrocken. Boah! Nett. Auto, was brauche ich noch? Joint Compoundment. Joint Dings. Compounds. Yippie! 13 Stück noch! Und einmal eine Ladung Nailguns. Warum immer 5 von allen hier? Was ist jetzt los mit den Leuten? Haben wir einen Rabattcode laufen? Hat ein Influencer wieder seinen Clip rausgebracht? Was ist geschehen? Okay, 5 Bolt Cutters. Firewood. Cardboard Box. We're living in a cardboard box. We're living in a box. Okay. Ja, cool. Ah! Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das gut! Boah, ich lieb's! Boah, ich lieb alles daran. Mörtel! Der Mörtel! Der maulende Mörtel, Alter! So, Nailgun war hier von allen 5, einfach von allen immer 5. Okay, wir reizen das aus bis aufs Maximum. Drywall Sheet. Yes! Noch 9 Stück! Keine Zeit, Digi. Ist offen. Ist offen. Okay. Easy. Ich hab Zeit. Nicht das übersehen. Flackert nicht mehr. Ist alles zu. Ja, bitteschön. No! Oh mein Gott, es ist um 6. Oh mein Gott, ich dachte, ich hab verloren. Warte. Alte Scheiße. Gut. Das speichert immer eine halbe Stunde oder so. Okay, alles klar. Der Entitus ist zurückgegangen, worüber er herkommt. Die Bedrohung ist nicht länger da. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Halt's Maul, Siri! Oh mein Gott! Ich dachte, wer quatscht mich denn jetzt hier an? Boah, ich hab Gänsehaut. Ey, ich kann das nicht mehr. Herzinfarkt! Also, okay. Die Warnung oder der Alarm ist aufgehoben und es wurde ruhig. Aber lieber ehemaliger Mitarbeitername, oh nein. Sie haben eine schlechte Performance während der Server-Wartungsarbeiten.
geleistet und wir haben entschieden, sie zu suspendieren. Hier in Hollington streben wir nach Exzellenz und ihre Unfähigkeit, diese Aufgaben zu handeln, beweisen, dass sie nicht länger Mitglied der Firma sein können. Ist das jetzt ein schlechtes Ending? Ist es for real jetzt? Trotz ihrer Bemühungen hat Deborah die Deadline nicht geschafft. Ach so, ich hätte es wirklich beenden müssen. Oh, das ist aber wie denn? Okay. Gut. Also ich bin gefeuert worden. Ja, whatever, Alter. Kann ich das noch schaffen, nochmal, das letzte Level? Also ich probier's zumindest nochmal, wenn ich jetzt nicht ganz zum Anfang rauskomme. Warte mal, wo setzt uns der Continue-Button hin? Okay, Augen... Hier ist das Resultat meiner Websuche. Ey, Siri, halt's Maul, ich sag's dir. What? What is this, 12? No way! No way! Nee, das spiele ich nicht nochmal! Da muss ich ja komplett nochmal anfangen! Nein! Nein, come on! Ach so, die letzte Stunde oder so! Oh, ich hatte auch noch 8 Orders vor mir. Das hätte noch eine Weile gedauert. Du musst dich halt ganz zum Anfang extrem beeilen. Ja, okay. What? Da ist dann eh ein kleiner anderer Dialog. Es ist fein, ist fein, oder Leute? Bei dem anderen waren die Endings irgendwie signifikanter, glaube ich. Es gab ja immer mehrere Endings bei The Technician Games. Danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Es war sehr unterhaltsam. Ich mag diese Art von Spielen immer mal zwischendurch. Ja, und hat auch einen coolen kleinen Horrorfaktor gehabt mit diesen Jumpscares. Finde ich schön. Dankeschön, haut rein und macht's gut. Was hast du denn jetzt rausgefunden, Sammer?